Ich freue mich jetzt schon auf die vielen schönen Stunden Schlaf, die ich verbringen darf, ohne Sie zu sehen. Sie sollten sich aber lieber auf den Moment des Wiedersehens freuen. Ich habe diese NSA und CIA und BND-Scheiße dermaßen satt! Man musste doch diesen Fragebogen ausfüllen. Irgendwo hört's auf und dann fehlt die Mitte. Ich habe schon mal mit Jürgen Drews im Duett gesungen. Was? Ich bin vielleicht reich, aber ich bin nicht blöd. Was ein Jammer, Doc. Ich hab's gern reich und blöd. Warte, ich hab nur noch belebtes Wasser. Hör auf damit, sonst kriegt sie das noch in den Mund. Mo! Warum komme ich mir pervers vor? Ja, du Flossenscheißer! Meinst du Skilehrer? Was? Das tut jetzt weh. Aber es sind doch nicht alle Männer ihrer Art. Hier strahlt aber was. Ich liebe sie. Wow, wow, wow. Tu ich auch. Du liebst nicht Anna, du liebst dich selbst. Ach, komm hör auf. Du hast sie nur durch mich kennengelernt. Richtig. Dankeschön. Das ist ein Witz. Deine Ehe mit ihr ist ein Witz. Ich liebe Witze. Hier, ein guter. Erzähl dir doch von dem, der immer heulen kommt und seine pränatale Phase auslebt. Erstens fällt das unter die ärztliche Schweigepflicht. Mhm. Und zweitens bitte ich dich jetzt auf die Lage von Barbara Rücksicht zu nehmen, die ein Pränatal... Quatsch. Pass auf, der liegt immer heulend auf der Couch und schreit Mama! Linda, Mama. Linda, jetzt reicht es! Mama. Linda, jetzt reicht es! Bitte. Das hat meine auch immer gemacht. Nein! Auf offener Straße, vor den Augen des Königs sozusagen. Frau Maske verliert die Hose! Hör auf, ich ertrag es nicht länger! Ich habe eine Narbe an meinem Bein. Larry ist verrückt danach. Er leckt sie wie ein Hund. Fällt dir was dazu ein? Ein Dermatologe! Sowas müssen wir uns ihm rumschlagen. Narben lecken. Ich gehe mich mal weiter umgucken. Nein, du hörst mal zu! Für alles, was ich hier am Leib trage, habe ich einen Preis bezahlt. Ja, danach sieht's auch aus. Nein, ich meine nicht die Kohle, sondern meine drei Jobs, drei. Und ich studiere auch noch. Wir zahlen alle einen Preis dafür, was wir machen wollen. Wenn du in den Tag reingehst, dann hast du Freiheit. Das lasse ich nicht mit mir machen. Sie sind ein meckernder, maliziöser Misanthrop. Und ich bin stolz darauf, ein meckernder, maliziöser Misanthrop zu sein. Ich werde Ihnen zeigen, wie man Sie gesellschaftsfähig macht. Denn Sie denken, Sie kommen hier noch raus. Und das ohne Schaden, dann haben Sie sich getäuscht. Sie zeigen mir überhaupt nichts. Sie gehen mir schon lange auf den Geist. Doch damit ist jetzt Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Ich sage Ihnen eins. Morgen in der Früh ist einer von uns weg. Geht den Scheißdreck an. Entschuldigung. Eine Dame sagt nie ja. Und wenn sie doch ja sagt, ist sie keine